You really think you stand a chance against us? Mit Dragon Quest Monsters, der dunkle Prinz, können sich alle DQM-Fans auf einen neuen Teil der Kultserie freuen. Ab dem 1. Dezember geht es exklusiv auf der Nintendo Switch mit dem Hauptcharakter Psaro auf in ein neues Abenteuer. Veteranen kennen den kecken Krieger vielleicht bereits aus Dragon Quest IV Chapter of the Chosen, das ab 1990 auf diversen Systemen erschienen ist. Und auch das Setting könnten bereits einige von euch kennen. Ihr reist durch die Welt von Nadiria und könnt dort über 500 verschiedene Monster bekämpfen oder zähmen. Für alle aktuellen Plattformen erscheint Steam World Build, eine waschechte Strategiesimulation. Er baut eine funktionierende, lebendige Stadt, in der alle Bedürfnisse der BewohnerInnen befriedigt werden. Oder wagt euch in die verlassene Mine tief unter eurer Stadt und erkundet deren Stollen, um wertvolle Ressourcen zu schürfen. Über drei verschiedene Stufen lässt sich der Schwierigkeitsgrad individuell anpassen. Misty Mountains, Middle-earth, the fourth age of this world. Nachdem Tolkien-Fans auf dem PC bereits im Oktober nach Mittelerde reisen durften, erscheint The Lord of the Rings Return to Moria nun auch für PS5. Xbox-User müssen leider noch bis Anfang nächsten Jahres warten. Es geht natürlich in die namensgebenden Minen, die ihr als Zwerge von den Orks zurückerobern müsst. Dafür gilt es, reichlich Schätze und Ressourcen in den Stollen zu finden und daraus wertvolle Werkzeuge, Waffen und andere Hilfsmittel zu craften. Im Online-Koop soll das besonders viel Spaß machen. It is time. We dwarves return to Moria. I am Navi. Fast genau ein Jahr, nachdem der zweite Avatar-Film die Kinos gefüllt hat, und das für meinen Geschmack ein paar Stunden zu lang, veröffentlicht Ubisoft endlich Avatar Frontier of Pandora. Ihr spielt dabei als Navi und könnt so ziemlich alles tun, was das blaue Volk auch im Film macht. Im tiefen Dschungel jagen, auf Banshees fliegen, andere Navi-Stämme besuchen und natürlich gegen diese unersättlich gierigen Menschen kämpfen. Das Action-Adventure kann man übrigens auch online zu zweit im Koop spielen. Exploration, rediscovery and expansion of the Imperium. All of these drive rogue traders to brave the darkness between the stars. Für Warhammer 40k Rogue Trader setzt Entwickler und Publisher Owlcat Games erstmals auf ganz klassische Rollenspielmechanik. In der Rolle eines Freihändlers erkundet ihr verschiedenste Planeten im Sektor Coronus Expanse. Das ist nicht ganz ungefährlich, aber zum Glück steht euch ja eine schlagkräftige Auswahl an Charakteren zur Verfügung, um das Abenteuer in Angriff zu nehmen. You know what you want, and nothing can stop the rogue trader who has set their course. Let them know your name. Football may be the beautiful game. It makes us weep with joy. It breaks our hearts. Der Football Manager 2024 ist schon seit dem 6. November für PC erhältlich und kommt nun am 7. Dezember auch auf die PS5. Die Serie ist natürlich alteingesessen und das Spielprinzip deshalb wahrscheinlich allgemein bekannt. In der Rolle eines Teammanagers müsst ihr eure Traumelf zusammenstellen und mit ihr möglichst erfolgreich sein. Enthalten sind auch drei Online-Modi, nämlich Versus, Fantasy Draft und die Online-Karriere. Wenn ihr noch weitere Videos von uns sehen wollt, und das hoffe ich doch sehr, dann klickt doch einfach mal auf den Abo-Button und setzt auch direkt die Glocke, dann werdet ihr wie immer pünktlich informiert, wenn wir was Neues hochladen. Das ist in der Regel mittwochs und samstags, also dass ihr Bescheid wisst. Tschüss, wir sehen uns beim nächsten Mal.